Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind hier in der Weber Grill Akademie im Barbecue Point in Castrop-Rauxel und heute bereiten wir super leckeres Pulled Beef zu. Für unser Pulled Beef nehmen wir heute australische Beef Ribs. Die sind wunderbar marmoriert und haben durch die Maisfutterung einen sehr intensiven Fleischgeschmack. Und damit werden wir uns auch gar nicht lange aufhalten. Die Silberhaut bleibt drauf. Wir werden nur die Fettseite ein wenig einschneiden, damit der Rub das Fleisch berührt. Das Fleisch rabbe ich jetzt mit Magic Dust und zusätzlich mit einer Pfeffermischung. Das passt sehr gut für Pulled Beef. Den Grill habe ich auch schon vorbereitet. Dazu habe ich hier Briketts reingefüllt und die angezündet. Dann habe ich die Deflektorplatte eingelegt, um indirekten Garraum zu bekommen. Das heißt, wir können gleich schön smoken. Jetzt kommt noch etwas Räucherholz rein. Hier habe ich hier heute Hickory ausgesucht. Das passt sehr gut zum Rindfleischgeschmack. Unsere Beef Ribs waren jetzt für ungefähr 3 Stunden im Rauch und sehen jetzt schon absolut fantastisch aus. Jetzt müssen wir die aber noch ein bisschen dämpfen, weil gar sind die noch nicht. Wir legen die jetzt gleich in eine Edelstahlschale, dann kommt ein kleines Butterflöckchen oben drauf. Wir geben ein bisschen Rinderbrühe mit da rein und dann nehmen wir die gleiche Schale, umgedreht als Deckel, dass wir ein geschlossenes System haben. Dann geht das Ganze nochmal für ungefähr 3 Stunden zurück auf den Grill bei der gleichen Temperatur, bis das Fleisch so weich ist, dass man es auseinanderlösen kann. Weitere 3 Stunden sind um und ich habe gerade unser Fleisch kontrolliert. Es sieht sehr gut aus, es riecht fantastisch. Wir sind absolut auf dem Punkt. Wir haben eine Kerntemperatur von 95 Grad überschritten, was aber viel wichtiger ist. Beim Einstechen mit dem Thermometer bietet das Fleisch keinen Widerstand mehr. Das heißt für mich, das Kollagen, das Bindegewebe, alles hat sich aufgelöst und wir können das Fleisch gleich ganz zart auseinanderziehen. Wir werden das jetzt aber vorher noch ungefähr eine halbe Stunde hier ruhen lassen. Dafür werde ich das einfach nur mit dem Handtuch abdecken. Danach werde ich das Fleisch dann pullen, sprich ich löse Knochen, überschüssiges Fett und die Silberhaut ab, zerreiße das ganze kleine Fleisch und verbinde das dann mit dem Saft, der hier drin sich gebildet hat. Dann richte ich uns einen Burger an und dann können wir endlich probieren. Los geht's. Unser Pulled Beef, absolut grandios. Schön rauchig, kräftig im Aroma, schön zart und saftig. Ich hoffe, ihr probiert das mal aus. Gebt uns dafür einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Olli von Don Kane.